Fest im Ehrenbreitstein ist richtig schön. Vor allem die Seilbahn, die müsst ihr ausprobieren. Man kann hier generell gut Freunde treffen, Federball spielen, die Sonne genießen oder halt die Aussicht. Auf jeden Fall ist es richtig schön hier. Koblenz ist mein Zuhause. Koblenz ist für mich die schönste Stadt. Mango, Footlocker, Zara, H&M, Snipes, Wiegen Kloppenburg. Warum dann noch? Nach Köln fahren. Forever Koblenz. Meine Liebe, meine Stadt. Meine Hunde lieben Koblenz, weil sie nicht weit mit dem Auto fahren müssen, sondern direkt am Wald leben. Ich liebe Koblenz. Koblenz bietet viele Unterhaltungsmöglichkeiten an und da Koblenz auch nicht so groß ist, trifft man auch immer jemanden, den man kennt. Da die Rheinländer sowieso so fröhlich sind, erlebt man immer eine tolle Zeit. Nächte in Koblenz sind lang. Besonders die Rheinwiesen in Koblenz gefallen mir sehr, sehr gut. Man kann sich dort hinsetzen, picknicken und die Sonne genießen. Man kann allerdings auch, wenn die Sonne scheint, sich an die Mosel setzen und baden. Mein absoluter Lieblingsplatz ist das Kaiserin-Augusta-Denkmal. Man kann dort sich hinsetzen, ebenfalls sonnen und mit seinen Freunden treffen. Koblenz ist einfach geil. Wir sind hier am bekanntesten Platz in Koblenz, dem Deutschen Eck. Hier fließt die Mosel in den Rhein und man kann die Statue vom Kaiser Wilhelm I. sehen. Außerdem chill ich hier gerne mit meinen Freunden und gucke Fußball. Ich liebe Koblenz! Besonders die Busverbindungen sind super in Koblenz, mit Bussen, die alle 10 bis 15 Minuten fahren und sogar mit Nachtbussen. Top! Koblenz ist abgefahren. In Koblenz kann man besonders gut essen gehen, egal ob Eis, Italienisch oder Asiatisch, jeder findet irgendetwas. Meine Heimat ist Koblenz. Hier gehöre ich hin. Ich bin in Koblenz zu Hause und in der Welt daheim. Obwohl ich schon auf der ganzen Welt mit dem Fahrrad unterwegs war, kehre ich immer wieder gerne in meine Heimat Koblenz zurück. Denn diese Stadt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zu biken. Da wäre zum Beispiel der Lahn- und der Moselradweg. Und nicht zu vergessen der Klassiker Rheinradweg. Letzterer erstreckt sich 1200 Kilometer von der Schweiz bis in die Niederlande. Letztendlich kann ich nur sagen, ich kann Koblenz wärmstens für Radfahrer empfehlen. Wir sind Koblenz! Ja, hier in Koblenz kann man auch gut auf Konzerte gehen und auf der Festung Ehrenbreitstein ist das Open Air auch ganz gut und man kann mit der Gondel hier hochfahren, ja, ist super. Koblenz, mein Leben! Ich bin hier auf dem Forumdach des Forum Confluentes mit einer einzigartigen, tollen Aussicht über die ganze Stadt. Ich finde, dass Koblenz der schönste Ort ist. Das Besondere an Koblenz ist, dass man überall und jederzeit sein Hobby ausüben kann. Und ich zum Beispiel werde von meiner Schule super unterstützt.
und niemand ist perfekt, außer Koblenz.